NSB und es liegt mir halt sehr am Herzen, dass es weitergeht, ab Ende Juli und das nicht eingestellt wird, die Maßnahme. Und ich brauche das relativ dringend, weil ich einen anstrengenden Job habe und halt eher zum Herz ausschütten und zum Ausgleich wieder jemanden zum Reden brauche. Und deswegen ist das sehr wichtig für mich, die NSB. Ja, und meine Diagnosen sind eben atypischer Autismus und agitierte Depression. Und da nehme ich auch Antidepressiva und vor allem aus dem Grund brauche ich die MSB auch, eben, dass ich wieder ausgeglichener werde. Und was den atypischen Autismus betrifft, da arbeiten wir zwar auch punktuell, aber da habe ich halt einen anderen Verein, die ganz speziell auch mit autistischen Menschen arbeiten. Das ist der Verein Libelle und ich profitiere eben von beiden Maßnahmen sehr. Und die Stabilität ist halt sehr gut eigentlich im Großen und Ganzen, bis auf leichte Lücken, einzelne Tage, wo ich etwas schlechter vielleicht drauf bin. Aber insgesamt muss ich sagen, geht es mir relativ gut, so, also wenn ich meine Betreuer zum Sprechen habe. Und vor allem im Büro, da kann ich sehr gut abschalten, also nicht in irgendein Café gehen und so noch einmal Trubel nach dem Arbeiten und es ist echt sehr, sehr ruhig da und schneller, dass man sich ausgleichen kann. Also ich bin eine Kundin von Alpha Nova, eine Kundin der mobilen sozialpsychiatrischen Betreuung. Bei mir ist die Diagnose paranoide Schizophrenie gestellt worden. Ich möchte dazu sagen, dass mir während all dieser harten Jahre meine Angehörigen, meine Verwandten emotional abhanden kamen und die Alpha Nova Leute waren neben meiner Mutti die einzigen, an die ich mich wenden konnte. Es war insgesamt eine sehr, sehr harte Zeit für mich und ich bin froh, dass ich bei Alpha Nova Ansprechpartner gefunden habe, die mich vor allem moralisch und emotional gut unterstützen. Und deshalb ist es mir sehr wichtig, Betreuung in Anspruch zu nehmen. Ich manage ja trotzdem meinen Alltag selbst und kümmere mich selbst um all meine Belange. Aber ich habe eben Leute, wie gesagt, die mir einfach zur Seite stehen und die für mich da sind. Und das hatte ich davor und während der Erkrankung und danach bisher nicht. Ich möchte auch zugleich appellieren an beide Seiten, also an das Land Steiermark und an Alpha Nova, dass man konstruktiv gemeinsam eine Lösung findet. Ich finde, das Ganze sollte nicht auf dem Rücken von Menschen ausgetragen werden, die es ohnehin sehr schwer haben.